Servus und herzlich willkommen zur ersten Sendung unseres Basketballmagazins im neuen Jahr 2018. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht. Bei uns wird es heute noch ein kleines bisschen weihnachtlich. Warum? Wir sind heute zu Gast bei Milan Matschwan und seiner kleinen Familie. Die wohnen etwas außerhalb in München und die feiern ja am 7. Januar nochmal Weihnachten und haben uns zu sich nach Hause eingeladen. Was es sonst noch in der Sendung gibt, ist, wir haben mit unserem Geburtstagskind diese Woche mit Nihat Cedovic noch Fragen. Dann haben wir natürlich jede Menge Basketball, BBL sowie Eurocup. In der BBL gab es auch die Pokalauslosung, ganz interessant. Und dann haben wir noch ganz exklusive Bilder unserer Mannschaft, die wir beim Wichteln begleiten durften. Also freut euch auf diese erste Sendung im neuen Jahr und wir gehen jetzt mal rein und läuten an. Oh, oh, hello guys. Perfect. Yeah. Thank you. You know how TV is. It's always for this live feeling. Wir wurden freundlicherweise schon mit einem ganz tollen Frühstück überrascht hier bei den Matschwans zu Hause. Die haben ein ganz tolles Haus, etwas außerhalb von München, fühlen sich schon sehr wohl hier und jetzt sprechen wir mal ein bisschen auch drüber. You were living in Milan, you were living in different cities. What do you think is the biggest difference here living in Munich for you? I mean the biggest difference probably for us that we are living really family, you know, family life. That's why we picked to live a little bit outside of the city, to stay in peaceful places, you know, with a lot of kids. And I think that's the biggest difference comparing to the past. And for you, you know, as a wife and with the family, you always kind of have to, maybe he's not around so much. Do you feel comfortable here? Yes, for sure. We feel safe and we have a beautiful neighborhood and a lot of friends here. Also the wives from the other place are so nice and they have kids. So actually pretty much everybody have kids. So it's for us, it's perfect. We have similar lives and it's good. It's good to be here. And Petra, how do you like it here? Petra is a bit of shy. Die hat wahrscheinlich zu früh aufstehen müssen, weil wir uns angekündigt haben. Also, das freut uns natürlich sehr. We're very happy that you feel comfortable in Munich, because that's the most important thing. Next up haben wir ein BBL-Update. Und da gab es ein ganz wichtiges Ereignis am Wochenende, nämlich die Pokalauslosung. Also viel Spaß damit. Dr. Stefan Holz wird das dann präsentieren. Die FC Bayern Basketballer haben also schon mal ein Heimspiel. Wer ist drin? Natürlich, Brose Bamberg. Man hätte es erahnen können, die Auslosung für das Pokalviertelfinale bringt am Sonntagabend den Kracher schlechthin. Die Bayern also gegen Bamberg, der Tabellenführer gegen den Meister. Die Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr. Das Ganze übrigens am Sonntag, 21. Januar, um 19 Uhr im Audidom. Der Vorverkauf hat begonnen. Ein Schmunzeln über das Los kann sich Anton Gavel auch am Morgen danach auf dem Schulweg mit seinen Kids nicht verkneifen. Ja, ich meine, ich glaube, irgendwie hatte man das erwartet, dass es dazu kommt. Es ging ja darum nur, wo gespielt wird. Ja, dass es halt natürlich Bamberg ist, ja, wie ich schon gesagt habe, ist irgendwie zu erwarten. Aber okay, kann man sich nicht mehr aussuchen. Wäre auch natürlich respektlos zu den anderen Mannschaften, wenn wir jetzt sagen würden, dass es schwieriger los ist. Wir nehmen es, wie es ist. Es ist natürlich schade, dass zwei Finalisten vom letzten Jahr, dass einer natürlich ausscheiden wird und nicht dabei sein wird, aber so ist es und mussten uns auf das Spiel dann vorbereiten. Die Ziehung des großen Los verfolgten die Bayern am Sonntagabend live auf der Heimreise aus Leipzig. Ja, wir waren gerade im Bus, haben das Spiel gegen Ulm angeschaut und dann auch natürlich die Auslosung in der Halbzeitpause. Aber da haben wir das auch erfahren und ja, es wird ein spannendes Spiel. Es ist wieder ein Derby und wieder bei uns, also wir freuen uns auf das Spiel. Es ist, glaube ich, dass jeder von diesen sechs Mannschaften sich einen Heimvorteil gewünscht hat und wir sind froh, dass wir ihn bekommen haben.
Apropos Heimspiele, zum fünften Mal in nur 17 Tagen waren die Bayern am Sonntag auswärts gefordert. Die Aufgabe MBC löste der Tabellenführer am Ende recht souverän, trotz anfänglicher Probleme. Djordjevic nach dem ersten Viertel nicht zufrieden, denn die Wölfe lagen weiter vorne gegen den Tabellenführer. Braden Hobbs zu Beginn von Viertel Nummer 2, dann mit der ersten Führung für die Gäste, für den großen Favoriten. Aber der tat sich schwer, weil der MBC auch wildeste Würfe traf. Was war das denn? George Drenovac mit dem Jubel nach diesem unglaublichen Wurf. Der steht näher zur Mittellinie als zur Dreierlinie. 17 Punkte in der ersten Halbzeit vom Mann aus Serbien. Sehr zur Freude seines Trainers, von Igor Jovovic. Bei den Bayern feierte Stefan Jovic sein Comeback. Letztes Ligaspiel Anfang Dezember. Das Ganze unter den Augen von Bundesligaspieler und Nationalspieler im Fußball, Timo Werner. Zur Pause ausgeglichenes Spiel, auch zu Beginn von Viertel Nummer 3 eine enge Kiste. Georgi Pantelic, 14 Punkte hatte der am Ende, aber die Bayern, sie schlugen zurück, schalteten jetzt mehrere Gänge hoch. Erst der Dreier von Booker und dann wird er hier bedient von Jared Cunningham. Booker mit 10 Punkten im dritten Viertel, der übernahm jetzt, und die Bayern zogen peu à peu davon, ließen den Ball gut laufen. Gavel auf Matschwan, Bayern am Ende auf der Siegerstraße, und dann wurde nochmal gezaubert. Putback-Dunk von Devin Booker, 24 Punkte am Ende. Er war Topscorer der Partie, sorgte hinten raus nochmal für das ein oder andere Highlight. Hier nochmal schön bedient von Jared Cunningham mit diesem Alley-Oop-Dunk. Am Ende gewinnen die Bayern mit 95 zu 77 standesgemäß gegen den MBC. Mike Zirbis und Co. also mit dem 13. Ligasieg in Folge in Leipzig. Ja, und eben dieser Sieg bedeutet weiterhin Platz 1, 16 aus 17 die Bilanz einer in der Bundesliga bärenstarken Hinrunde. Und eben diese Bundesliga hat jetzt aber erst einmal Pause, Eurocup und dann eben Pokal gegen Bamberg. So die kommenden Herausforderungen für die Bayern-Basketballer. Zurück bei den Matschwans. Wir haben auch von unserem Teammanager, von Philipp Boll, etwas gehört, das uns sehr, nicht gewundert hat, aber gefreut hat. You know, Philipp, he told us that you are one of the nicest guys he has ever had the pleasure of meeting. And he said one funny thing: if you had a regular job, you would still, you know, be able to manage your life. And a lot of players obviously aren't really like that. Why do you think that is? That you are maybe a little bit more, was heißt denn selbstständig? I don't know. I like to be precise, you know, and that's, I have that German mentality, you know, that everything has to be on time, clean, clear, whatever. So I don't know. I like that part of myself, you know, to just, if I'm working with other people, other cultures, I like to be professional, to show the respect to people I'm working with. So that's one of the reasons. Mihat Cedovic ist unser Geburtstagskind diese Woche. Der wird 28 Jahre alt, hat auch schon eine kleine Familie, und ob der ein strenger Vater ist, das hat uns verraten in noch Fragen. Servus, Nihat. Servus. Heute schon Weißwurst gegessen? Nein. Mayo? Auch keine Mayo. Sag mal, bist du eigentlich ein strenger Vater? Zurzeit nicht. Und zu Hause? Nicht. Möchtest du jemanden grüßen? Meine Familie. Mach mal. Hallo, Familie. Mit wem im Team würdest du in der Sommerpause in Urlaub fahren? Anton Gavel. Warum? Weil er mein Zimmerkollege ist und wir verstehen uns sehr gut, haben beide Familien und deswegen. Und wer im Team wäre der beste Babysitter? Booker, glaube ich, weil er schon Kinder hat. Er hat drei Kinder und er versteht sich in der Elternrolle. Hast du schon mal was Verbotenes gemacht? Vieles. Erzähl mal. Nicht vor der Kamera. Bei welchem Film musstest du weinen? Ich habe beim Film niemals geweint. Und sonst? Sonst, wenn es schwierige Momente gibt im Leben. Schaust du dir gute Spiele von dir nochmals an?
wenig. Ja, wie ich älter werde, weniger, desto weniger spiele ich von mir, gucke ich von mir, weil nach den Spielen habe ich immer die Analyse und deswegen verbringe ich die Zeit meistens mit der Familie und relaxe vom Basketball. Du hast eine Sünde frei. Was machst du? Du darfst einmal was Verbotenes machen. Was machst du? Ah, Verbotenes. Weiß ich nicht. Okay, aber dann zeig uns bitte, wie du ausschaust, wenn du den Buzzerbeater zum Sieg gemacht hast. Danke, Nihat. Bitte. Das war's. When you go away on games now, for you the traveling is because you're so used to it now. Is it something like you're like, oh my god, we have to travel again, or do you still enjoy going other different places and getting to know them? I mean, depends on the destination. You know, we had some good cities to visit lately. Also some less attractive, but on the end, you know, it's a part of the job. Mm-hmm. We are looking every summer to visit different places, to travel a little bit if we have time. So I mean, I used to it. It's not that I'm under the pressure that I don't like to pack the things, or especially now I like to spend the time with the teammates. You know, we have great group of guys and we are enjoying each other's company. So I mean, this time is really pleasure to be with them and hang out. So far, what has been your favorite place that you've been? This season, we had great experience in Berlin. We had amazing hotel, we won the game, full gym. So that one I picked any time to go to Berlin, play against Aldo. Das ist gut zu wissen. Als nächstes haben wir nicht die BBL, sondern den Eurocup. Und zwar ein Update und eine Vorschau auf unser Spiel gegen Vilnius. Den Start ins neue Jahr und die Eurocup Top 16 hatten sich die Bayern anders vorgestellt. Nichts, aber wirklich gar nichts wollte funktionieren beim Gastspiel in Turin. Wir sind alle sehr enttäuscht, wir sind alle auch ziemlich sauer. Wir hatten uns vorgenommen, das Spiel zu gewinnen im neuen Jahr, das erste Spiel im Top 16 und konnten uns nicht so präsentieren, wie wir wollten. Dementsprechend haben wir mächtig Wut im Bauch und müssen das die nächsten Spiele wieder rausholen und wollen auf keinen Fall nochmal so eine Leistung abliefern. 76-90 das erste Zwischenrundenspiel verloren und damit bereits jetzt in der Vierergruppe etwas unter Druck. Gegen den litauischen Hauptstadtklub Vilnius muss am Mittwoch ein Sieg her, um das Viertelfinale im Blick zu behalten. Druck nicht, aber Wut im Bauch und wir brauchen ein bisschen Wut, um die nächsten Spiele gut zu bestreiten und wir wollen das verlorene Auswärtsspiel auf jeden Fall zu Hause wieder rausholen, vor heimischem Publikum gut auftreten und gegen Vilnius, gegen eine litauische Mannschaft, eine Mannschaft mit viel Tradition, ein gutes Spiel machen. Die Litauer sind ihrerseits ebenfalls unter Zugzwang, denn gegen St. Petersburg gab es zum Auftakt ein knappes 96-98 und das in eigener Halle. Wer also am Mittwoch im Audi Dome verliert, für den wird die Luft im Kampf ums Viertelfinalticket schon dünner. Die Bayern dürfen sich also gleich im ersten Heimspiel des noch jungen Jahres auf einen heißen Tanz einstellen. Litauen ist eine Basketballnation, Vilnius ist ein Traditionsverein, einer der Traditionsvereine in Litauen. Viele litauische Spieler, ein Amerikaner mit Chris Kramer, den wir aus der Bundesliga gut kennen, der das Spiel schnell macht, der den Ball nach vorne drückt mit viel, viel Tempo. Gute Werfer in Litauen, die gibt es immer und dementsprechend müssen wir gut verteidigen und nicht so verteidigen, wie wir das in Turin getan haben. Mittwoch um 19 Uhr geht's also zum ersten Mal im neuen Jahr auch im Audi Dome wieder rund und vor allem um ganz wichtige Eurocup-Punkte. Ein Sieg und der Start in 2018 wäre dann zumindest schon wieder etwas eher im Sinne von Anton Gavel und seinen Kollegen. Let's talk about fashion, because also die Schuhe, die Milan anhat, die habe ich schon mal entdeckt nach einem Spiel und da war ich ganz hin und weg. I was really like, oh my god, I love your shoes. And then some of your teammates said before that fashion is very important to you. When did that start? Did that start in Milan or before? I don't know. She used to be a model. So when I met her, I had to start dressed nice, you know. That's not true. I couldn't move around anymore in tracksuits, you know, and regular shirts. So
it's already a long period, you know, but Milan was a perfect opportunity to meet a little bit the style of, I don't know, fashion, you know, to see different things, and that's it. She knows better than me, so. Are you the one who buys his clothes? No, no, actually he's very good at buying the clothes. So when he actually buys the presents for me, they're like always perfect size and everything. So he's good. And I'm always like thinking what to buy, and I'm, you know, it's difficult for me to decide. And he's like, come, this is a dress for you. And that's it. So it's, I always bring him to the shopping because he, of course he knows what he wants, and it's fast to have a shopping with him. Very good. Next time I need someone to shop with me, I will call you guys, okay? Also, seit neuestem gibt es auch ein ganz neues Kleidungsstück im Kleiderschrank von Milan Matschwan. Was das ist, das zeigen wir euch jetzt bei exklusiven Bildern vom Wichteln mit der Mannschaft. Ich bin der Bernie, I'm Bernie. Ich hab schon so eine. Okay. Appreciate this. Alright. Shoe cleaners. You fucked up my, yeah, you just fucked up my shoes on purpose, huh? Shisha. Donna Ducha. Why? Practice, bro. Practice. If you had to describe Milan with three words, what would it be? Oh, I don't know. He would be sweet, brave, and honest. Well, we're very happy. Oh, I take her under the table to say that. Before, yeah. before you guys came, we had, you know, under the table payment. You think? Such a cute story for the fans, yeah. Thank you so much. We're so happy to have you on the team. I think you bring so much experience, and also, of course, your character is surely beneficial for the team. We hope that you will also win titles. You remember you promised in the beginning to win titles. That's why I'm here. Yeah. Yeah. Und wir dürfen uns verabschieden von euch. Es war wieder eine tolle Zeit hier bei den Matschwans. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Aber vorher habe ich noch was. Because you guys are celebrating Christmas, I brought you presents. Don't laugh, okay? It's really something small. I'm not sure if you're going to be happy about this. We have... We have a big one, actually. And then... Ah! And then we have something for Petra. Petra, dođi vidiš, Meda je stigao, Bayern Meda, Petra. Beki, brzo dođi. Vidiš šta si dobila. Petra. Da Berni. Dođi. Vidi. You give it to her. Vidi, ima dres.